Koffer ist gepackt. Henry weiß noch nicht, wo es hingeht, aber er kommt auf jeden Fall mit. Gell? Ist ja eh nur eine Übernachtung. Und ich habe hier währenddessen noch meine neue Bershka-Bestellung anprobiert. Ich habe nämlich eine richtig fette Bershka-Bestellung aufgegeben. Aber ich habe das so in mehrere Häufchen eingeteilt. Also da sind jetzt generell schon die Sachen drin, die zurückgehen. Das ist der Stapel, wo ich noch nicht weiß, ob ich es behalten will oder ob es zurückgeht. Dann sind hier die Sachen, die ich behalte. Sieht jetzt weniger aus, als es ist. Aber es ist nämlich hier auch noch ein Outfit, beziehungsweise das ist schon auf diesem Haufen hier. Das ist da. Mein Outfit, was ich morgen für die Zugfahrt anziehe. Jacke, Tasche, Unterwäsche für morgen und so mitnehmen. Gell, Henry? Also ich packe immer in verschiedenen Varianten. Und dann habe ich hier parallel noch meinen Laptop stehen gehabt, um eine Doku zu schauen. Und ja, bin jetzt auf jeden Fall ready für morgen. Fehlt eben nur noch Kosmetik. Ich mache mir jetzt Abendessen und wie ihr sehen könnt, gibt es heute was von HelloFresh. Ich habe schon mal HelloFresh vor ein paar Jahren ausprobiert, aber da gab es für mich nicht so viel vegetarisch-vegane Auswahl, beziehungsweise ich habe mich ja komplett vegan ernährt und jetzt esse ich ja wieder alles. Dementsprechend kann ich mich da auch ein bisschen mehr austoben, was die Sachen angeht. Und ich habe mir jetzt hier einmal ausgesucht einen Perlen-Couscous-Salat mit Gurke und Orange. Das hat mich richtig, richtig angesprochen. Und dann hier ein veganes Gericht, und zwar Satay-Tofu-Hack mit Glasnudelsalat. Ich liebe ja generell so asiatisch angehauchte Gerichte. Und so kommt das dann an. Also in den Packungen verpackt sind jetzt quasi die einzelnen Gerichte. Und das hier war noch separat mit Kühlakkus, weil es eben gekühlt werden muss. Einmal hier das vegane Hack und dann das Buttermilch-Zitronen-Dressing. Und ja, ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheide. Aber ich glaube, dadurch, dass es heute so warm ist, werde ich einmal hier diesen Perlen-Couscous-Salat machen. Der sieht nämlich richtig, richtig nice aus. Das wären jetzt hier einmal alle Zutaten. So sieht das Ganze dann aus. Also ist halt wirklich alles für das Gericht perfekt verpackt mit allen Zutaten, die man braucht. Auch hier Dressing und Gemüsebrühe. Man braucht eigentlich nur noch Salz, Pfeffer und Öl. Und hier haben wir den Couscous. Ich liebe ja generell so großen Couscous. Deswegen habe ich jetzt richtig, richtig Lust darauf. Und jetzt starten wir mal mit dem Kochen. Sieht das bitte aus? Genau das, worauf ich jetzt wirklich Lust habe. Und wenn ihr meine Küche riechen könntet, es riecht einfach so gut, weil diese Harissa-Gewürzmischung von diesen Karotten riecht einfach so, so, so gut. Ich glaube, Henry ist auch ein bisschen neidisch hier im Hintergrund. Es ging auch wirklich super schnell. Also das Einzige, was länger gedauert hat, also ich glaube, ich habe 15 Minuten gebraucht, war der Couscous, den man einfach im Topf kochen musste. Und sonst halt das Gemüse schneiden und dann alles zusammen anrichten. Also wirklich idiotensicher. Und ich finde es generell richtig cool, weil ich jetzt normal nie diese Kombination ausprobiert hätte. Und bei HelloFresh gibt es halt wirklich jede Woche neue Gerichte. Also falls ihr mal irgendwie nach Inspiration sucht oder vielleicht auch zu faul seid einzukaufen, ist es halt einfach mega, mega praktisch, wenn man einfach super easy alles nach Hause geliefert bekommt und eben alle Zutaten hat und eben auch noch die Inspiration, was das Essen angeht. Also man könnte sich das Rezept natürlich auch dann speichern für die Zukunft und das nachkreieren. Falls ihr generell HelloFresh auch mal ausprobieren wollt, habe ich sogar einen Code für euch. Also ich bin sehr froh, dass ich HelloFresh euch vorstellen kann. Und zwar spart ihr bis zu 120 Euro mit meinem Code und es gibt auch noch ein Jahr lang ein gratis Dessert zu eurer Bestellung hinzu. Also wirklich perfekt. Ihr könnt natürlich auch auswählen. Ich habe jetzt für zwei Personen eben ausgewählt, die Portion, aber es gibt auch für vier oder für sechs, je nachdem, für Family oder wenn mal Freunde kommen und man macht irgendwie dann so einen Kochabend oder sowas draus. Könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Von daher checkt gerne auch mal die Videobeschreibung aus. Da verlinke ich euch dann nochmal alles mit dem Code. Ich bin ready to go. Ich habe mal wieder mehr Zeug für Henry dabei gefühlt, beziehungsweise eben hier die Tasche, wo er sich dann im Zug reinlegen kann und ich ihn einfacher transportieren kann. Reise ja eh nur mit Handgepäck und hier noch meine Tasche. Und dann geht es jetzt auf zum Bahnhof. Ich kann euch aber noch schnell mein heutiges Outfit zeigen. Ich liebe es richtig. Also es wird ein bisschen zu kalt sein. Ich ziehe noch einen Mantel drüber. Aber ja, so ein richtiger Girly-Look, aber so ein bisschen auf cool gemacht. Also habe hier so ein Cropped
Oh, das sieht man gar nicht. So ein Cropped Pullover drunter, der ist so ein bisschen ausgefranst. Und jetzt ziehe ich mir aber auf jeden Fall noch eine Jacke drüber. Und hier wartet die Woche auch noch ein Koro-Haul auf euch. Das kam nämlich gestern noch an. Habe ich aber nicht geschafft, noch auszupacken. Aber jetzt fahren wir erstmal nach München. Henry und ich sind finally in München angekommen. Das war ein Ritt, sage ich euch. Aber dafür wurde ich mit einem richtig schönen Hotelzimmer begrüßt. Ich darf nämlich wieder im Motel One nächtigen. Und wow, schaut euch bitte mal, wie süß diese kleine Terrasse ist. I love it. Also, wenn ich diesen Ausblick jeden Tag hätte, wenn ich hier in München wohnen würde, würde ich doch sofort hierher ziehen. Hier sind natürlich auch Hunde erlaubt, sonst hätte ich hier Henry gar nicht erst mitnehmen können. Und das Zimmer ist auch richtig schön geräumig. Mit Bett. Hier habe ich direkt alle Sachen abgeliefert, abgeladen. Sogar noch so einen Kleiderschrank. Und da geht's zum Bad. Okay, ich filme schon. Henry will nicht. Henry will nicht. Nee. Das ist so oft, wenn ich das filme, dann bleibt der einer auf einmal so komisch. Henry, komm schon. Der will Pipi machen. Das ist aber eine große Wiese. Wieso riecht es hier so? Gut, dass man es nicht riecht. Danke dir. Reicht das? Ja. Danach habe ich mir noch einen Matcha geholt bei meinem Lieblingsspot in München, und zwar beim Orno. Einen warmen hatte ich mit Kokosmilch. Und der eigentliche Grund, warum ich in München war, war der Press Day von Reicher Plus. Abends haben wir uns dann im Hotelzimmer fertig gemacht, da hat Chiara mir gejoint und wir sind noch essen gegangen in die Gigi Trattoria. Da habe ich ja schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht und dieses Mal war ich echt sehr begeistert. Wir hatten einen super netten Kellner und ja, das Essen war auch richtig, richtig lecker und Henry hat einfach die ganze Zeit so entspannt in seinem Körbchen geschlafen. Das war richtig, richtig süß. Und dann zu Hause, beziehungsweise zurück im Hotel, gab es natürlich noch einen Snack, und zwar einen Get Fuel Proteinriegel in Dark Chocolate. Das ist ja mein Favorit von den beiden. Ich brauche immer noch was Süßes, um den Tag zu beenden. Ihr kennt mich und ihr spart wie immer 10%. Am Mittwoch, am nächsten Tag, hat es dann leider geregnet und wir sind dann in einen Matcha-Spot geflüchtet. Der ist super ästhetisch gewesen. Im Mercedes-Showroom am Odeonsplatz. Und ja, die waren alle super freundlich, war richtig, richtig lecker. Der Flogger, hast du dich auch getroffen? Wenn du magst. Ja. Danach sind wir noch ins Leaf oder Live, ich weiß nicht, wie man es nennt, brunchen gegangen. Da war ich auch schon mal mit Caro. Ich hatte einen Grünsaft und ein Truffle Mushroom Avocado Brot mit pochiertem Ei. Und dann ging es auch schon wieder zurück nach Hause mit einem Matcha. Ich bin wieder back zu Hause, wie ihr sehen könnt. Wir müssen meine Haare auch ignorieren, weil es hat heute einfach so geregnet den ganzen Tag. Ich habe auch dementsprechend heute nicht so viel gevloggt oder beziehungsweise allgemein viel gefilmt, weil Regenschirm, dann Hund und eben noch Film klappt halt auch nicht so gut. Und wir haben halt auch nicht so viel gemacht, weil es eben einfach geregnet hat. Sonst wären wir bestimmt ein bisschen mehr durch die Stadt geschlendert und ja, hätten die Zeit in München besser genießen können. Aber Hauptsache hier war anscheinend ein super schöner Tag, weil hier regnet es nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall wieder gut zu Hause angekommen. Hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Einblicke geben. Ich werde es ja auch erst im Nachhinein sehen, was ich da alles so fabriziert habe und gefilmt habe. Generell, falls euch der Qualitätsunterschied überhaupt auffällt, ich habe mal mit dem Handy gefilmt, mal mit der Kamera. Weil manchmal ist mir das auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, dann meine Kamera auszupacken. Und ich wurde auch heute in München angesprochen, in diesem Matcha-Café, ob ich halt vlogge und wo man mich finden kann. Ich war so, ja, ich filme das eigentlich nur so immer just for fun, ein bisschen für YouTube mit, aber ich mache eigentlich hauptsächlich Instagram. Und dann, ach, okay, spannend. Hat mir dann auch im Nachhinein erstmal auf Instagram geschrieben, weil irgendwie, ich meine, ich habe kein Problem damit, so generell Bilder in der Öffentlichkeit zu machen oder auch, ja, an sich so zusammen eben Content zu filmen. Aber mir fällt es halt echt schwer, auch vor anderen so in die Kamera zu reden und dann so tralala durch die Stadt zu laufen, kann ich irgendwie nicht. Deswegen hoffe ich, die Voice-Over-Variante hat euch trotzdem gefallen. Ja, München war auf jeden Fall schön und kurz. Also ich war ja echt nur 24 Stunden da, nachdem mein Zug hin halt wirklich 2 Stunden Verspätung hatte. Also ja, will ich auch gar nicht drüber reden. Deutsche Bahn mal wieder. Ich habe da wirklich auch immer irgendwelche Struggles. Und ja, bin jetzt froh, wieder zu Hause zu sein. Und morgen ist ja Vatertag und auch Feiertag. Also ja, habe ich dann auch frei oder kann mir ein bisschen mehr frei nehmen. Genau, und freue mich jetzt einfach noch auf einen entspannten Abend. Hier meine Couch ruft
und ja, irgendwas zu essen und dabei natürlich Trash-TV schauen, weil eine neue Folge bzw. Ex on the Beach fängt an und ihr wisst ja, Trash-TV und ich sind so. Unsere neuen Singles geht's dieses Jahr über den roten Teppich. Ja, mein Mäuschen, wir gehen jetzt los. Hauptsache, du hast hier meine Leggings geklaut und in dein Körbchen gelegt, ha? Wir sind schon spät dran. Jetzt kriege ich wieder Ärger. Zu spät kommen. Nachdem ich nicht zu spät war, ging es mit der Familie ins Mihaus für einen Family Brunch. Ich bestelle da immer das Gleiche. Das ist so, so lecker und gehört auch zu meinen Favorite Spots in Mannheim. Mittlerweile bin ich schon längst wieder zu Hause. Wir haben jetzt 3:30. Ich war gerade noch eine große Runde mit Henry spazieren, weil das Wetter einfach richtig, richtig schön ist. Das ist auf jeden Fall mein heutiges Outfit of the Day. Viel zu warm, weil es 24 Grad sind, aber ich hatte keinen Bock, mich umzuziehen. So sah das Ganze aus mit Mom-Jeans irgendwie. In letzter Zeit fühle ich es. Also früher, ja, habe ich es irgendwie gar nicht gefühlt, aber jetzt so mag ich es echt ganz gerne. Und ich liebe auch die Kombination aus dem Matching-Gürtel und den Matching-Sneakern. Ich finde, so kleine Akzente werten halt einfach direkt so ein richtig basic Outfit auf. Wir waren übrigens auch ohne mein Papa brunchen, obwohl heute Vatertag ist, da mein Papa leider krank ist und ja, dementsprechend konnte er auch nicht mit, weil er erstens uns nicht anstecken wollte und sich auch einfach nicht gefühlt hat. Und jetzt haben wir halt quasi den Muttertag so ein bisschen vorgezogen, weil wir eben mit meiner Mom frühstücken waren, also der Freund von meiner Schwester und ich. Und wir wollten jetzt auch die Reservierung eben nicht absagen, weil wir es jetzt auch nicht am Sonntag geschafft hätten, dann da zusammen als Familie essen zu gehen und wir auch nicht wussten, okay, ist mein Papa überhaupt bis dahin wieder gesund. Deswegen, ja, waren wir jetzt einfach nur zu viert brunchen am Vatertag. Aber wir haben meinen Papa auf dem Rückweg bei Maggis was mitgenommen. Also wir haben einen Drive-Thru gemacht und er hat sich dann über Burger und Pommes ohne Cola gefreut. Genau, somit kann man meinem Papa auch einfach super zufriedenstellen. Der ist eh nicht so der Brunch-Geher. Der wird lieber einfach jeden Tag Burger und Pommes essen. Sind eure Väter auch so? Also klar, mein Papa geht mit uns essen und er, also wenn wir was aussuchen, dann suchen wir auch immer was aus, wo er halt auch was finden würde. Sei es irgendwie Pizza, Pasta, Burger oder halt irgendwas mit Fleisch. Weil mein Papa ist nicht so... Ja, das heißt nicht so offen. Also er isst halt einfach sehr gerne sein Fleisch, sagen wir es mal so. Und ja, deswegen ist er halt einfach nicht so der Brunchgänger, obwohl es ja natürlich auch irgendwas mit Fleisch gibt. Aber er braucht es nicht so. Also er würde halt einfach Brot mit Butter und Marmelade essen, so zum Frühstück, was er halt zu Hause macht. Dementsprechend hat es ja jetzt mehr oder weniger gepasst und wir haben uns einen schönen Vormittag zu viert gemacht. Bei dem schönen Wetter habe ich jetzt erstmal ein bisschen noch auf dem Balkon gechillt, weil, ja, die Sonne muss mal ausgenutzt werden. Hab mich ein bisschen gebräunt. Henry hat mir gejoint und ich habe noch ein bisschen was abgearbeitet. Stories und sowas hochgeladen, gell? Und da bin ich rein, weil ich kann irgendwie nicht mit Laptop in der Sonne arbeiten. Und habe hier noch ein neues Video geschnitten. Das ist auch schon längst online, wenn ihr diesen Blog seht. Und zwar A Week of Dinner Ideas. Also 7 Tage mit 7 Dinnerrezepten. Ihr könnt ja generell mal raten, wie lange sitze ich an so einem Video. Was ihr jetzt seht zum Beispiel. Also 20 Minuten, 10 Minuten. Henry, du hast dabei geschlafen, du bekommst davon gar nichts mit. Weil tatsächlich wird es, glaube ich, sehr unterschätzt, wie viel Zeitaufwand das ja, in Anspruch nimmt. Mit Thumbnail, mit Musik, mit ja, allgemeiner Recherche, Filmen, Schneiden. Aber ja, ihr könnt ja generell mal raten, wie lange es dauert, nur ein Video zu schneiden. Schneller Einkauf nach dem Feiertag und vor dem Wochenende. Ich habe echt nicht so viel gebraucht, wie ihr sehen könnt. Ich habe ja sowieso immer so viele Staples da von Koro, deswegen kaufe ich eigentlich meistens immer nur frische Produkte nach. Wie jetzt zum Beispiel Basilikum, dann meine Möhren zum Snacken mit Nussmus, darf nicht fehlen. Gefrorenes Obst habe ich auch immer da, weil es einfach ja einfacher für mich ist, als irgendwie frische Beeren zu kaufen, weil die dann super schnell irgendwie matschig werden oder Schimmel. Minze, Aubergine bin ich immer noch obsessed, genauso wie mit grünem Spargel. Da möchte ich nämlich ein Rezept filmen. Und dann habe ich hier noch eine Hummus-Empfehlung für euch. Ich habe den euch sicherlich schon mal gezeigt in einem meiner vorherigen Videos oder auf Instagram. Und zwar ist es einer, den gibt es bei Rewe, also ich kaufe immer bei Rewe ein, bei den ganzen ja, internationalen Produkten, nicht in der Kühlabteilung. Und das ist einer, der ist ohne zugesetzten Zucker und auch ohne Sonnenblumenöl. Generell ist da kein Öl drin, außer Tahini. Also ist auf Tahini-Basis.
und hat auch richtig, richtig gute Werte. Also ja, finde ich, gibt es super selten, gerade in den ja, Humusvarianten, die es im Kühlregal gibt. Da ist ja immer so viel Sonnenblumenöl und Zucker und Konservierungsstoff und sowas zugesetzt. Deswegen, ja, das hier ist definitiv eine Empfehlung. Und gibt es auch noch in Natur und in Kräuter oder so. Aber ich glaube, geröstete Paprika ist mein persönlicher Favorit. Ich habe hier gerade ein Rezept gefilmt. Sieht nicht so danach aus. Aber es kommt ja bald ein Pasta-Video. Und das hier sind Gnocchi, die jetzt auch gar nicht mehr so schön aussehen, weil ich das alles schon verrührt habe. Und für die Reality, so sehen meine meisten Mahlzeiten immer aus, weil ich immer noch super viele Sprossen oben drauf mache. Das Wetter ist heute hier auch wieder richtig schön. Henry chillt hier immer in der Sonne. Okay, Mäuschen. Und ich chill mich jetzt hier auf die Couch. Mir frische Blümchen geholt und schaue jetzt eine Folge Trash TV, während ich jetzt hier meine Pasta Bowl esse. Moment, ich zeige euch das einmal noch kurz. Also hier sind die ganzen Sprossen und hier unten drunter verbergen sich Gnocchi, Tofu, ja, Cherrytomaten und Spargel. Bin ich gerade obsessed mit. Ja, wie gesagt, Pasta Rezepte Video. Folgt dann bald. Einen schönen Donnerstag wünsche ich euch. Ich habe mich heute gar nicht gemeldet, weil ich irgendwie, was heißt, im Stress war. Aber ich habe heute Morgen so in Ruhe meinen Sport gemacht, war einkaufen, habe gefrühstückt, habe mich fertig gemacht. Ich hatte voll den Struggle, was ich anziehen soll, weil es ist halt super warm. Und irgendwie, weiß ich nicht, kann ich es noch nicht so ganz einschätzen, ob es halt im Schatten dann trotzdem irgendwie frisch ist. Aber naja, ich habe auf jeden Fall einen Cardigan angezogen, was definitiv zu warm war. Ich zeige euch mein Outfit aber gleich. Ich war nämlich mit meiner Schwester in der Stadt verabredet und wir wollten zu Starbucks gehen und dort was holen. Wir nennen es immer den Starby Walk und ja, ein paar Outfit-Picks machen. Und ich musste noch eine Bershka-Retour machen, weil ich habe super viele Sachen bestellt für meinen Urlaub, aber da habe ich die Hälfte zurückgeschickt, weil ich eben alles doppelt bestellt hatte von den Größen her. Und dann wollten wir für Muttertag morgen noch Blumen holen und eine Kleinigkeit. Genau, also das war der Plan und ich hatte dann halt, wie gesagt, vorhin den Outfit-Struggle und auch einen Haar-Struggle, weil ich war gestern Abend zu faul, meine Haare noch zu waschen und dementsprechend musste ich dann halt Trockenshampoo reinballern. Ja, was ich bereue, dass ich sie nicht gewaschen habe, weil ich mich einfach nicht so wohl dann fühle. Also kennt ihr das, wenn ihr es halt einfach nicht so fühlt, weil eure Haare nicht so fallen und irgendwie denkt, dass es jeder sieht. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera so sieht, aber ich spüre es halt so. Deswegen steht auf jeden Fall später noch Haare waschen an. Das war auf jeden Fall mein Outfit of the Day. Meine Schwester meinte so, ha, die Jacke sieht voll schick aus, aber sie ist einfach von Trendyol. Also mittlerweile mag ich die auch nicht mehr so unterstützen, aber manchmal findet man da echt ganz nice Sachen und die Jacke war da eben von. Dann habe ich hier Tasche, Rock, der ist von Zara aktuell. Genauso wie der Body, der ist aber schon älter, aber ist halt einfach so ein Basic. Und dann habe ich dazu neue Schuhsies kombiniert. Ja, ich habe mir in München etwas gegönnt, das habe ich euch bisher noch gar nicht gezeigt, weil ja, meine Mama ist dann immer direkt so, was hast du dir gegönnt? Warum hast du wieder so viel Geld ausgegeben? Und irgendwie, ja, es ist halt so etwas, was ich mir für mich gegönnt habe und ich muss es dann auch nicht direkt irgendwie auf Social Media teilen, dass ich mir etwas gekauft habe. Ja, aber ich zeige es euch jetzt mal im Detail. Ich habe hier nämlich vorhin im Outfit Struggle auch alles wirklich in einem Chaos verlassen und ihr könnt schon sehen, eine schwarze Tüte bedeutet, es ist von Yves Saint Laurent und zwar habe ich mir Schuhe bestellt, beziehungsweise gekauft in München, so ganz klassische Zehentrenner mit dem Yves Saint Laurent Logo in Gold. Ich fand es einfach richtig, richtig schön. Also Yves Saint Laurent ist echt so meine Marke. Und hier kamen außerdem noch ein paar Pakete an. Einmal eine TVO-Bestellung mit einer richtig nice neuen Kollektion. Kann ich euch noch nicht zeigen, beziehungsweise ich weiß nicht, wann das Video online geht. Deswegen darf ich noch nichts spoilern. Dann kam hier von Brain Effect ein neues Paket an mit Produkten. Einmal Magnesiumkomplex und PMS-Gummies. Bin ich mal gespannt. Da ist ja mein Code auch immer gültig, mit dem ihr ja immer den höchsten Rabatt bekommt. Und dann habe ich von Hitchies ein Paket bekommen. Die haben jetzt nämlich wieder neue Produkte für den Sommer auch rausgebracht. Einmal hier diese Kratzeis-Sachen oder Wassereis. Das erinnert mich einfach so an meine Kindheit. Zumal hier diese Löffel, kann man die essen? Die sind compostable.
Sehr spannend auf jeden Fall. Dann hier das Wassereis, das kenne ich schon vom letzten Jahr. Die habe ich nämlich da auch zugeschickt bekommen. Aber ich glaube, dass die Sorte neu ist. Ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher. Was aber auf jeden Fall neu ist, sind diese Drachenzungenbälle. Wie lustig sehen die halt bitte aus. Ja, richtig, richtig funny. Direkt zwei Packungen. Ich finde halt einfach, sieht schon so lustig aus, weil es einfach alles so bunt ist. Habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich bekomme hier immer die Sachen zugeschickt tatsächlich. Ich habe nämlich auch hier auf dieser Seite, da ist so eine Schale mit allen meinen Produkten, die ich so zugeschickt bekomme und Sachen, die ich noch irgendwie filmen möchte. Zum Beispiel auch hier die Treatful Snacks. Da habe ich ab sofort auch einen Code, habe ich auch schon auf Instagram gezeigt. Den müsstet ihr bestimmt auch schon von mir kennen. Die habe ich nämlich ganz früher mal getestet und finde ich richtig nice. Zum Beispiel hier diese OG-Sorten Call Me Nuts. Das sind so gefüllte Nussbutterbälle hier zum Beispiel und das sind generell Treats auf Dattelbasis und auch ohne raffinierten Zucker. Dann habe ich hier noch von Schebens super viele Masken und so Augenpatches. Genau, dann habe ich hier noch von Sunday Natural zwei neue Produkte. Einmal Moon Milk und einmal einen Matcha Latte Mix. Der ist mit Kokosmilchpulver. Ich liebe ja generell Kokosmatcha, deswegen bin ich da auch mal gespannt. Und was haben wir noch? Ach ja, genau, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Hier habe ich nämlich noch die blauen Drachenzungen von Hitchis zugeschickt bekommen, schon vor einer längeren Zeit. Und irgendwo hier hinten, ja, hier ist es, verbirgt sich auch noch eine Collab mit True Fruits. Das ist auch so ein Drachenzungen-Shot. Habe ich bisher noch nicht getrunken. Ja, deswegen immer so meine Kiste mit Sachen, die sich eben durch Kooperationen ansammeln. Bei mir gibt es jetzt eine große Leftover Bowl mit allen Sachen, die ich gerade noch im Kühlschrank gefunden habe und die weg müssen. Nämlich einmal habe ich noch Gnocchi, ich habe nämlich ein Rezept gefilmt. Habe ich euch ja gestern schon gesagt, aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind da Gnocchi drin, dann habe ich noch Tofu aus dem Airfryer, Aubergine, dann einfach Trüffelöl oben drüber. Ja, that's it. Also wirklich super unspektakulär, weil ich jetzt auch echt zu faul war, mir irgendwas Gescheites zu kochen. Und manchmal müssen es auch einfach die Leftovers sein. Deswegen, ja, das gibt's jetzt. Die Sonne scheint noch. Und ja, dann muss ich mich endlich mal meinen Haaren widmen. Die sind jetzt nämlich auch schon im Zopf, also zu Hause sowieso immer. Aber ja, die müssen auf jeden Fall heute noch gewaschen werden. Gell, Henry? Der chillt hier auch in der Sonne. Ach, ist das schön. Vielleicht gehen wir auch noch auf den Balkon. Naja, ich lasse mir jetzt auf jeden Fall erstmal meine Bowl schmecken. Es ging dann doch nicht mehr auf den Balkon, aber okay. Den Sonntag habe ich dann richtig entspannt gestartet, bevor es dann auf ein Kaffee-Date mit meiner Mama und Schwester ging. Ich bin gerade dabei, meinen Kleiderschrank mal wieder auszumisten. Ich bin nämlich nächste Woche auf dem Blogger-Flohmarkt. Ich habe jetzt hier schon ausgemistet, sieht zwar nicht so aus, aber ja, es sind wieder einige Sachen rausgekommen und ich habe jetzt hier auch mal wieder ein bisschen umsortiert, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe, weil normal waren die grauen Sachen alle da reingequetscht und ja, hier habe ich richtig viel ausgemistet, weil ich möchte generell nicht mehr so viel Buntes haben. Das sind jetzt hier meine einzigen bunten Sachen, die paar rosanen, dann hier so grün, khaki. Und da hinten verbirgt sich dann noch ein bisschen was Blaues. Aber wie ihr generell sehen könnt, ist mein Kleiderschrank sehr grau-schwarzlastig. Da muss ich nichts zu sagen. Und die Seite eben super viel braun und beige. Und das hier ist eben so eine Schublade. Die benutze ich eigentlich nie, weil da sind super viele Shorts drin, die ich einfach schon Jahre habe und mir die meisten davon gar nicht mehr passen oder gefallen. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, ein bisschen auszumisten. Jetzt mache ich einen Stapel mit Sachen, die zum Flohmarkt kommen, Sachen, die wegkommen, die man auch nicht mehr tragen kann und werde jetzt mal jede einzelne Hose anprobieren. Yay. Das ist jetzt der finale traurige Stand. Das sind die Hosen, die mir noch passen bzw. auch gefallen, weil ja, ich habe irgendwie so viele Sachen von früher. Aber jetzt habe ich hier wenigstens Platz, noch meine neuen Sachen kurz unterzubringen, bevor ich die anprobiere und kann die dann noch hier drin verstauen. Das hier sind noch meine Ballettsachen, die kann ich dann auch mal aufräumen. Und das hier ist jetzt ein Sack, den ich komplett ausgemistet habe mit Sachen, die in die Kleiderspende kommen und die nicht verkauft werden.